Herzlich willkommen zum ersten deutschsprachigen Video zur Software XP-Drainage. XP-Drainage wird weltweit für die Planung nachhaltiger Regenwasserbewirtschaftung, im englischsprachigen Raum bekannt als Sustainable Drainage Design, Low Impact Development oder Water Sensitive Urban Design, verwendet. In diesem Video werden wir Ihnen die deutsche Benutzeroberfläche von XP-Drainage vorstellen und Ihnen zeigen, wie diese Software Ihnen helfen kann, ein nachhaltiges Regenwasserbewirtschaftungskonzept für Siedlungsgebiete zu erstellen. Zunächst werde ich Ihnen erläutern, was genau wir unter nachhaltiger Regenwasserbewirtschaftung verstehen. Danach komme ich auf XP-Drainage zu sprechen. Hierzu werde ich Ihnen zunächst die Grundidee von XP-Drainage erläutern. Anschließend werde ich Ihnen unsere Software anhand eines Beispiels präsentieren. Zu guter Letzt werde ich einen Ausblick auf unsere nächsten Schritte geben. Was ist nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung? Unter nachhaltiger Regenwasserbewirtschaftung werden alle Maßnahmen verstanden, die auf der einen Seite den klassischen Anforderungen der Regenwasserbewirtschaftung gerecht werden, also Menschen in Siedlungsgebieten bei Starkregen vor Überflutung und Gewässer vor Schadstoffeinträgen schützen. Auf der anderen Seite ist es das Ziel nachhaltiger Regenwasserbewirtschaftung, den natürlichen Wasserhaushalt so wenig wie möglich zu verändern. Was sind das für Maßnahmen? Als erstes wären hier Maßnahmen zur Abflussvermeidung zu nennen, wie beispielsweise Regenspeicher und Gründächer. Hinzu kommen Maßnahmen zur langsamen Ableitung, wie oberirdische Entwässerungsgräben sowie Maßnahmen zum Rückhalt, wie zum Beispiel Teiche mit Überlauf. Weitere Maßnahmen sind Versickerungsanlagen, wie zum Beispiel Versickerungssigolen oder Versickerungsmulden. Und insbesondere zum Abbau von Schadstoffen, Retentionsbodenfilter. XP-Drainage hilft Ihnen, leicht zu verstehende Regenwasserbewirtschaftungskonzepte schnell zu erstellen. Mittels XP-Drainage können Sie Ihr Projekt aus mehreren Perspektiven betrachten. Sie können in XP-Drainage Einzugsgebiete und Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung in der Draufsicht als Polygon zeichnen. Die relevanten Parameter des jeweiligen Elements können Sie im Dialogfenster oder in der Tabellenansicht bearbeiten. Und Ihren Entwurf können Sie im Längsschnitt auf Plausibilität überprüfen. Im Dialogfenster sind zudem Tools zum einfachen Bemessen implementiert. Und alles wird miteinander synchronisiert. Das heißt, wenn Sie ungefähr wissen, wo Sie eine Anlage zur Regenwasserbewirtschaftung anlegen wollen, können Sie diese Anlage in der Draufsicht als Polygon zeichnen und anschließend im Dialogfenster bemessen. Das Polygon wird automatisch in der Draufsicht aktualisiert. Dadurch, dass alles miteinander synchronisiert wird, können Sie ein fast komplettes Konzept in XP-Drainage erstellen. Alle relevanten Daten und Ansichten haben Sie in unserer Software und Sie können sich auf das ingenieurtechnisch Interessante fokussieren. In der Draufsicht können Sie zudem Fotos, CAD-GIS-Dateien und digitale Höhenmodelle referenzieren. Insbesondere das Referenzieren von digitalen Höhenmodellen möchte ich an dieser Stelle hervorheben. Durch das Referenzieren von digitalen Höhenmodellen ist es XP-Drainage möglich, die Überstauhöhe von offenen Anlagen automatisch zu übernehmen. Zudem können Sie dadurch Geländesenken und oberirdische Fließwege erkennen. Wenn Sie mit Ihrem Entwurf fertig sind, können Sie Ausgabedateien in zahlreichen Formaten erstellen. Wir kommen jetzt zur Software-Demonstration. Sie sehen jetzt die Benutzeroberfläche von XP-Drainage. Genauso wie bei Microsoft Office-Produkten ist die Benutzeroberfläche so aufgebaut, dass Sie jede Option auf mehrere Wege ausführen können. Ich möchte an dieser Stelle nicht auf jedes Detail der Benutzeroberfläche eingehen. Eine detaillierte Beschreibung der Benutzeroberfläche werden Sie in naher Zukunft in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein Anwendungsbeispiel auf unserer Homepage finden. Als erstes lade ich ein Foto. In diesem Beispiel werden die Koordinaten aus einem sogenannten World-File übernommen. Dies ist eine Textdatei, in welcher Koordinaten angegeben werden. Wenn ich eine derartige Datei nicht habe, kann ich die Koordinaten jedoch auch manuell eingeben. Nun füge ich dem Projekt noch eine CAD-Datei hinzu. Und abschließend öffne ich ein digitales Geländemodell. Für dieses kann ich unterschiedlichste Datenformate wie zum Beispiel XYZ-Dateien oder CAD-Dateien verwenden. In dem Bildausschnitt sehen Sie jetzt das Gebiet, für welches die Regenwasserbewirtschaftung geplant werden soll. Sie können anhand der Höhenlinien und der Flächenfarben erkennen, dass das Gelände nach oben links hin geneigt ist. Anhand einer einfachen 2D-Simulation können Sie nun oberirdische Fließwege und Geländesenken erkennen. Bei dieser Simulation geben Sie eine konstante Wasserhöhe auf den aktuellen Bildausschnitt.
Anhand der Pfeile können Sie das Produkt aus Geschwindigkeit mal Wasserstand und anhand der Verfärbung den Wasserstand ablesen. Sie können Einzugsgebiete direkt aus einem Layer einer CAD-Datei generieren. Alternativ können Sie diese natürlich auch direkt in der Draufsicht zeichnen. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie ein Versickerungsbecken bemessen können. Zunächst müssen Sie dafür aus dem Werkzeugkasten am rechten Rand ein Symbol per Drag and Drop in die Draufsicht einfügen und dort dann ein Polygon zeichnen. Sie können an das Versickerungsbecken jetzt ein oder mehrere Einzugsgebiete anschließen. Hier sehen Sie, dass die Überstauhöhe direkt aus dem digitalen Geländemodell übernommen wurde. Die Standardhöhe bei Versickerungsbecken ist in meinem Fall 1 Meter. Dies ist eine benutzerdefinierte Angabe und Sie können diese in den Einstellungen selbst verändern. Zudem sehen Sie hier eine Tabelle, in welcher Sie die mit Wasser bedeckte Fläche für unterschiedliche Höhenangaben angeben können. Die Höhe 0 entspricht dabei der Seehöhe und die Höhe 1 der Überstauhöhe. Ich kann jetzt von hier aus das Versickerungsbecken bemessen. Es gibt hier mehrere Methoden zum Bemessen. In diesem Fall wähle ich eine aus England stammende Methode zum Abschätzen des notwendigen Speichervolumens. In Zukunft werden Sie hier auch die Methode aus dem Arbeitsblatt 138 der DWA finden. Als Beispiel ist hier bereits ein Kostra-Regen hinterlegt. Nachdem ich einen Wert für die Bodendurchlässigkeit, was aktuell den halben KF-Wert entspricht, angegeben habe, kann ich das notwendige Speichervolumen innerhalb von Sekunden berechnen lassen. In diesem Text steht, dass sich mit Berücksichtigung der Infiltration ein notwendiges Speichervolumen von 17 Kubikmeter ergibt. Sie sehen hier, dass das aktuelle Speichervolumen im Moment deutlich mehr beträgt als das notwendige Speichervolumen. Durch Klick auf OK werden die Flächenangaben reduziert. Achten Sie jetzt auf das Polygon. Nachdem ich auf OK klicke, wird es sich deutlich reduzieren. Wenn ich mehrere miteinander verbundene Elemente habe, kann ich die einzelnen Elemente auf ähnliche Weise bemessen. Da bei einfachen Bemessungsverfahren viele Vereinfachungen getroffen werden, ist es in diesem Fall empfehlenswert, zusätzlich eine Simulation auszuführen. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein fertiges Projekt zeigen. Durch den Szenario-Manager ist es möglich, mehrere komplett voneinander unterschiedliche Dateien zu erstellen bzw. anzuzeigen. In diesem Fall habe ich in dem zweiten Szenario die gleichen Daten referenziert. Es ist aber auch möglich, andere Dateien, also zum Beispiel eine andere CAD-Datei, zu referenzieren. Hier sehen Sie einen Teich, dessen Überlauf mit einem Versickerungsbecken verbunden ist. Das Versickerungsbecken erhält zudem noch weitere Zuflüsse. Sie können in dem dynamischen Längsschnitt jetzt sehr schön sehen, was hier während eines Starkregenereignisses passiert. Die rote Linie entspricht der maximalen hydraulischen Drucklinie. Sie können die Animation auch aufnehmen und Sie können den Längsschnitt als CAD-Datei speichern. Zu guter Letzt möchte ich noch einen kurzen Ausblick auf unsere nächsten Schritte geben. Das ein oder andere habe ich bereits angekündigt. Die Übersetzung von XP-Drainage war erst der Anfang. Neben der Erstellung eines Anwendungsbeispiels mit Schritt-für-Schritt-Anleitung arbeiten wir aktuell daran, XP-Drainage an die deutschen Anforderungen anzupassen. Unser aktueller Schwerpunkt liegt dabei auf die Implementierung der Bemessungsverfahren aus den Regelwerken DWA A138, DWA A117 und DWA A102, welches übrigens in Zukunft auch das Merkblatt 153 der DWA ersetzen soll.